Oh mein Gott, Leute, sieht das nicht episch aus? Bumm! 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 Darf ich den behalten? Eher nicht. Und damit erstmal herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Mit mir, dem Dagi LP. Hallöchen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, haben wir Hogwarts noch nie aus dieser Perspektive angeschaut, oder? Aber es sieht jetzt einfach so cool aus mit dem neuen Wandprofil des Ravenclaw Towers, dass ich einfach mal hier anfangen musste, um euch das zu zeigen. Und hi Leute, schön, dass ihr alle da seid. So, wir werden heute in der Folge natürlich auch ein bisschen daran weiterarbeiten. Also wir haben jetzt die ganze Woche daran weitergearbeitet, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade in dieser Staffel gemerkt, dass wir so viele verschiedene Bauaufgaben angefangen haben und auch generell jetzt gerade so viele, ja, verschiedene Bauaufgaben, ja, in der Aufgabenliste drin stehen haben, dass wir, Moment, Zeitumkehrer Ahoi, dass wir vielleicht mal ein bisschen, ja, konkreter werden. Ich meine damit, dass wir vielleicht in einer Woche immer eine Bauaufgabe machen, dann in der anderen Woche eine andere Bauaufgabe. Wenn euch das nicht so lieb ist, aus welchem Grund auch immer, dann schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Dann überlege ich mir dazu nochmal was. Aber ja, wir haben ja noch den Kerkergang, wir haben hier den Astroturm, wir haben noch das neue Bad runter zur Kammer des Schreckens. Wir wollen hier noch den See, den Schwarzen See mit dem Fluss weiter bearbeiten. Wir haben den verbotenen Wald. Wir haben den Weg zum Stein der Weisen und bestimmt habe ich jetzt schon wieder ein paar Dinge vergessen, die auch noch anstehen. Also ich glaube, ich muss niemandem erklären, dass die Aufgabendichte momentan sehr, sehr umfangreich ist und von daher, ja, dachte ich mir, wäre es vielleicht ganz cool und sinnvoll, wenn wir da ein bisschen, ja, das Ganze mit etwas mehr System ablaufen lassen, indem wir dann halt hergehen und eben, ja, immer pro Woche eine Bauaufgabe, vielleicht auch manchmal zwei, aber da warte ich einfach mal auf euer Feedback und dann können wir das ja danach richten. So, reden kann ich heute auch nicht mehr, Leute. Ja, ich habe heute auch wieder ein cooles Real Talk-Thema am Start, weil ich damals sehr oft gelesen habe, dass ihr das sehr genossen habt, dass sonntags solche Real Talk-Folgen kamen. Und das möchte ich jetzt gerne wieder ein bisschen mehr aufleben lassen, dass ich mir Sonntag immer aktiv ein Real Talk-Thema vornehme, was ich dann bequatsche, weil es da auch sehr viele gibt, die man thematisieren könnte. Und wenn ihr da weitere Ideen habt und generell irgendwelche Dinge, die ihr wissen wollt, die euch interessieren oder wo ihr einfach mal, ja, eine zweite Meinung einholen wollt, weil Real Talk-Themen eignen sich ja auch mega gut dafür, dass man einfach eine andere Person mal zu einem, ja, realbezogenen Thema fragt, was einem vielleicht gerade selber beschäftigt, um einfach eine zweite Meinung sich da einzuholen. Und deswegen, genau, schreibt mir da einfach gerne was in die Kommentare. Ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr glücklich darüber. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ja, worum geht es heute? Ich würde gerne mal über die Frage reden, ob oder was ich mir in 10 Jahren vorstelle, was Familie und alles anbelangt. Ich hatte nämlich vor einiger Zeit mal eine Folge gebracht, wo ich das Thema behandelt habe, ob ich mir vorstellen kann, für immer YouTube zu machen. Da habe ich es quasi so aus Jobsicht gesehen, also, ne, wie so meine Hoffnungen sind, ob ich YouTube wirklich ewig machen kann und so weiter. Wenn ihr das auch sehen möchtet, dann kann ich euch auf jeden Fall die LBH-Folge dazu nur ans Herz legen. Aber heute speziell geht es sich darum, wie ich mir, ja, mein Leben im privaten Sinne in ungefähr 10 Jahren vorstelle. Also bezogen auf Kinder, bezogen auf, verheiratet sein womöglich oder auch nicht. Und all das, was da halt mit einhergeht. Eine Folge hatte ich zum Beispiel auch schon gebracht, wie ich mir generell so, ja, also da habe ich auch zum Beispiel darüber gesprochen, dass ich mir in 10, 15 Jahren total gerne so ein Eigenheim gönnen würde. Oh, Moment, jetzt mache ich hier was falsch. Also so ein kleines süßes Häuschen mit einem Vorgarten, das wäre so ein kleiner Traum von mir, dass ich das schaffen würde. Aber ja, das ist natürlich alles immer sehr teuer und darum soll es heute im Speziellen auch nicht gehen, sondern wie gesagt mehr in Bezug darauf, wie ich mir meinen familiären Status vorstelle in so 10 Jahren. Also wie vielleicht der eine oder andere von euch weiß, befinde ich mich auch aktuell gerade in einer, aktuell gerade klingt so, als wäre das so zeitlich begrenzt, also das will ich nicht aussagen. Aber ich befinde mich in einer Beziehung und bin auch sehr glücklich und ja, trotzdem ist es für mich akut überhaupt noch gar kein Thema, irgendwie eine Familie zu gründen oder so. Ich halte mich einfach nicht für reif genug. Das klingt jetzt vielleicht mit 26 Jahren so ein bisschen für bedenklich, so wenn man mit 26 noch nicht reif genug für eine Familie ist. Wann ist man es dann? Weil, naja gut, Kinder kann man in die Welt setzen, auch noch mit Mitte 30 oder manchmal auch mit 40, 45, weiß nicht, wo da die Grenze liegt. Also ich glaube, die Grenze wird auch von der Frau vorgegeben, wegen
Menopause oder so. Oh Gott, jetzt kommt wieder Biologie mit Dagi, Leute. Ich kenne mich da echt nicht aus. Liebe Mädels da draußen, wenn ihr da mehr Ahnung von habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es wirklich ist. Aber soweit ich weiß, ja, ist es von der Frau, also seitens der Frau eingeschränkt durch, ja, die Tatsache, wie lange sie schwanger werden kann oder wann oder wie oder wo. Wo vor allem genau, Daniel. Also, ne, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich würde jetzt auch speziell für mich selber sagen, dass ich nicht mit 45, 50 Kinder kriegen wollen würde, weil ich mich dann schon zu definitiv für zu alt einschätzen würde. Und ich möchte auch nicht, dass mein Kind dann gegebenenfalls, ja, keine Ahnung, also dass ich dann schon so voll der alte Knacker bin. Ich finde, da sollte man selber auch noch so ein bisschen agil, mobil sein, um ja das Erwachsenwerden und die Jugendzeit mitgestalten und miterleben zu können, ohne dann nach 5 Minuten was an der Bandscheibe zu haben. Aber das ist nur meine Meinung, das muss jeder für sich selber beurteilen und wissen. Da gibt es auch nicht die allgemeingültige Lösung und ich will auch niemandem vorschreiben, wie und wann und wo er seine Familie zu gründen hat. Also das wage ich nicht zu beurteilen. Das ist einfach nur meine subjektive Sicht darauf. Und ja, deswegen, also wenn ich mir sowas vorstellen könnte, dann auf jeden Fall spätestens mit 35, 36, das wäre so mein spätestes Alter, wann ich mir noch vorstellen könnte, Kinder zu bekommen. Aber jetzt erstmal die Frage, würde ich mir das überhaupt oder könnte ich mir das überhaupt vorstellen? Jein. Ich bin, also wenn ich von meiner Person sprechen würde, von vor, ja, danke Animagus, ich hab dich echt gern. Ach Mann, dieser Animagus ist so kacke, Leute. Naja, immerhin funktioniert er jetzt wieder. Ja, vor ungefähr 5, 6 Jahren hätte ich jedem den Vogel gezeigt, wenn er gesagt hätte, oder sie, oder... Okay, ich relogge mich nochmal eben. So, da bin ich wieder. Hallo, Leute. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Vor 5, 6 Jahren hätte ich wahrscheinlich jedem den Vogel gezeigt, wenn, ja, er oder sie mich gefragt hätte, Daniel, willst du mal Kinder kriegen? Da hätte ich definitiv gesagt, nein, will ich nicht. Nicht, weil ich Kinder nicht mag oder so, sondern einfach, wie gesagt, weil ich mich nicht für reif genug dafür halte und... ich bin mit mir selber beschäftigt genug und muss, ja, also, ich bin halt sehr Kind geblieben, manchmal vielleicht auch ein bisschen naiv und mein Problem macht es mir auch nicht immer so leicht, den Ernst des Lebens so, was wollte ich ja eigentlich noch machen? Achso, ja, genau, Glasscheiben, haben wir noch Glasscheiben? Ja, den Ernst des Lebens so hochzuhalten, wie es bei einer Familiengründung aber sein sollte. Da sollte man ja schon eine gewisse Reife mitbringen, ein gewisses Verantwortungsgefühl. Und das alles sehe ich halt bei mir nicht. Was ich mir schon anrechnen würde, und vielleicht sind da auch manche von euch der Meinung, würde mich auf jeden Fall freuen, wo ich schon der Meinung bin, ist, dass ich ein guter Vater wäre in dem Sinne. Also, dass ich mein Kind gut erziehen könnte, meine Wertevorstellung gut für die Entwicklung wäre. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr selbstbeweihräuchermäßig, aber doch, ich denke schon, dass ich das ganz gut könnte. Einfach weil ich einen sehr festgelegten Moralkompass habe. Das habe ich ja schon in der Montagsfolge mal so ein bisschen thematisiert. Und da schätze ich schon, dass ich das hinkriegen könnte. Aber da gehört ja noch viel, viel mehr zu. Und genau das ist dann halt auch der Punkt, wo ich mir dann irgendwo schon so Grenzen anrechne, wo ich denke, na, das ist dann vielleicht doch nicht so das, ne? Und ja, es kommt natürlich auch auf die Partnerin an. Also ich sag mal so, wenn ich eine Partnerin hätte, die natürlich super mega erwachsen ist, so, was ich jetzt übrigens nicht auf meine reale Beziehung beziehe, sondern soll einfach allgemein jetzt mal kurz gefasst werden. Moment, nochmal /Sun. Dann wäre das vielleicht auch was anderes, weil, naja, ja, dann gäbe es ja quasi den verantwortungsvollen Part innerhalb der Elternschaft. Und genau, aber keine Ahnung. Ich fühle mich einfach nicht reif genug und auch nicht, verantwortungsvoll genug, um diese Verantwortung einzugehen. Jetzt mal ein blödes Beispiel, bitte nicht in den falschen Hals bekommen, aber ich hole mir auch keinen Hund aktuell, weil ich mir nicht zutraue, den vernünftig pflegen zu können, im Sinne von 3-mal am Tag Gassi gehen und so weiter und so fort. Und ja, das traue ich mir noch nicht so ganz zu, weil ich halt viel arbeite und ja, ich würde es auf gar keinen Fall für gut heißen oder wollen. Dass man das Tier dann nicht vernünftig pflegen kann oder dass man die Anforderungen, die das Tier quasi mit sich bringt, dass man die nicht erfüllen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie nicht erfüllen kann, ja, dann nehme ich davon Abstand. Und ich finde, das ist aber auch eine wichtige Eigenschaft, dass man sich selber eingestehen kann, jo, das traue ich mir zu, das kann ich machen. Und das ist mir vielleicht doch zu viel. Also diese Selbstreflexion für sich selber, was man sich zutrauen kann und was nicht. Und das ist eine super wichtige Sache.
Und genau das ist aber auch der Grund, warum ich davon tatsächlich aktuell immer noch so absehe. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal in Zukunft verändert. Ich meine, ich werde ja auch immer ein bisschen älter, logischerweise. Und bisher hat sich das nie so wirklich verändert. Hin und wieder gab es mal so Momente, wo ich mal so vielleicht ein bisschen dran so gedacht habe, dass es vielleicht was Cooles wäre. Oder dass es zumindest mal, ja, so, ich denke, jeder in meinem Alter. Also ich weiß nicht, vielleicht sind hier auch gerade Zuschauer dabei, die in so meinem Alter sind, die vielleicht auch schon mal so dasselbe erlebt haben, dass sie mal so sich darüber Gedanken gemacht haben, dass sie mal so überlegt haben, wie sie dazu stehen würden. Ich glaube, das ist auch völlig normal, weil, naja, ich muss auch sagen, ich habe einige Klassenkameraden, ehemalige Klassenkameraden, die ich vor einiger Zeit mal getroffen habe. Und die sind verheiratet, haben Kinder und sind in meinem Alter. Und ich kenne die halt noch aus der Zeit, wo wir über den Pausenhof gerannt sind und so. Also das ist so das Erste, wo ich gemerkt habe, yo, ich werde älter und reifer und keine Ahnung, das ist total weird. Das werden wahrscheinlich total viele von euch auch noch später, ach warte, ich kann ja auch hierhin fliegen. Das werden auch total viele von euch wahrscheinlich später selber feststellen, wenn sie dann in diesem Alter sind, so 25, 26 und man sich mit alten Klassenkameraden trifft und die dann plötzlich, ja, was Familiengründung und so anbelangt, schon viel, viel weiter sind als man selber. Wobei ich dazu auch nochmal festhalten möchte, das ist natürlich alles kein Wettbewerb. Also, da geht es nicht darum, wer hat zuerst, wer hat, welche Familie ist die größte oder wie auch immer. So, da muss jeder seinen eigenen Lebenskompass ausrichten, wie ihm das am besten gefällt oder wie ihr das am besten gefällt. Zeitung Kera, ahoi. Und, der wichtigste Punkt ist halt einfach, dass man selber weiß, was man sich zutrauen kann. Ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt in dieser Frage. Selbsteinschätzung. Und zwar wahre Selbsteinschätzung. Nicht, was man gerne wollen würde, weil einen Hund hätte ich schon sehr, 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 sehr gerne, Leute. Also wenn es nur darum gehen würde, hätte ich schon lange einen Hund. Also dann hätte ich schon seit 3, 4 Jahren einen Hund. Aber ich traue es mir halt noch nicht zu und deswegen habe ich keinen. Und genau das ist das, was auf jeden Fall hochgehalten werden sollte und wo man ja sich Zeit nehmen sollte und genau überlegen sollte, weil ja, solche Entscheidungen trifft man nicht von heute auf morgen und man sollte sich da sicher sein. Und ich finde das Schlimmste, das Allerallerschlimmste und was ich so unfassbar verwerflich finde, sind Familien oder Eltern, die ein Kind bekommen und dann plötzlich merken, yo, ich bin eigentlich gar nicht imstande dazu, ein Kind zu erziehen, zu ernähren oder fühle mich auch noch nicht bereit oder so, aber dieser Gedanke kommt dann erst, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, um das mal so auszudrücken. Und dann geben sie das Kind halt zur Adoption frei oder so. Klar gibt es dann auch noch andere Gründe, die vielleicht, ne, die man vielleicht besser nachvollziehen kann, aber ich spreche halt jetzt explizit von solchen Fällen und das, finde ich, geht halt gar nicht. Oder genauso wie wenn man sich zur Corona-Zeit einen Hundewelpen geholt hat, weil man irgendwie plötzlich Zeit hatte und einen Welpen süß findet und dann merkt man plötzlich, oh, der braucht ja 3-mal am Tag Auslauf und oh Gott, ich muss den ja auch noch füttern und ach Moment, der trinkt auch Wasser? Ah nee, das ist mir zu viel Aufwand. So, das finde ich schrecklich und das ist das Schlimmste, was man, finde ich, in diesem Bezug machen kann und deswegen lieber sollte man sich eingestehen, dass man nicht bereit dafür ist, als zu vorschnell zu agieren. Und das ist genau das, was bei mir gerade so da, mein Gedankengang dabei ist. Ich denke nicht, dass ich mir das aktuell zutrauen würde. Ich arbeite sehr viel und ich bin einfach nicht aktuell imstande dazu, meiner Meinung nach, das so zu erfüllen, wie es erfüllt werden müsste. Also in Bezug auf Kind, Familie und so. Also, ne, Familie kann man ja auch zu zweit führen. Ich meine jetzt speziell Bezug auf ein Kind. Genauso wie bei einem Hund. Und nein, ich vergleiche Kinder gerade nicht mit Hunden, Leute. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ja, deswegen, also akut ist das kein Thema, was für mich relevant ist. Aber wie es natürlich in 10 Jahren aussieht, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht so genau sagen. Irgendwo fände ich den Gedanken ultra süß, wenn ich mir vorstelle, so ich sitze hier in 10 Jahren vielleicht immer noch und mache YouTube. Das wäre natürlich mein größter Traum und ich fände das ultra schön. Und dann plötzlich sitzt da halt ein Sohn oder eine Tochter oder solche Sachen. Und ich glaube, ihr könnt auch ganz gut nachvollziehen, so dass das, ja, dass das irgendwie ein schöner Gedanke wäre. Und ich meine, ihr habt mich kennengelernt, da war ich 17 Jahre alt mit DuckyLP. Ich meine, mit 17 Jahren habe ich meinen Kanal angefangen. Und wenn das wirklich so lange noch gehen sollte, bis zu diesem Zeitpunkt, ey, das wäre ja echt, das wäre so ein heftiges Gefühl, das wäre ja so surreal irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, das ist so mein Gedankengang dabei. Und deswegen, ich habe da, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich habe da drüber nachgedacht und generell verliert man da auch hin und wieder mal einen Gedankengang zu, aber es ist nichts Konkretes und das wird es auch erstmal nicht sein.
Ich gucke einfach mal, wie sich mein Leben so in den nächsten, ja, 5-6 Jahren entwickelt. Ich merke aber auch vor allem durch die DA, dass ich, mich in vielerlei Hinsicht, verändere und reifer werde und selbstbewusster werde. Und wer weiß, wenn das innerhalb der DA schon in 5-6 Jahren so einen krassen Effekt hatte, wie bin ich dann in 10 Jahren? Wisst ihr, wie ich meine? Also, vielleicht ist es dann ja wirklich so, dass ich komplett anders über das Thema nachdenke. Ich merke ja auch schon zum Beispiel einen Unterschied, wie gesagt, von heute zu vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren hätte ich, wie gesagt, jeden im Vogel gezeigt, der mich da gefragt hätte. Heute würde ich zwar immer noch verneinen, aber ich würde nicht mehr den Vogel zeigen, Leute. Ich würde nur sagen, naja, nee, sehe ich mich einfach noch nicht so imstande dazu. Aber ich finde, das ist schon ein ganz, ganz anderer Stellenwert als wie vor 5 Jahren circa. Und ja, deswegen, ich bleibe auf jeden Fall, offen für das Thema. Aber, ja, lasse es einfach auf mich zukommen. Wie gesagt, man sollte sowas ja auch nicht als Verpflichtung sehen. Man ist ja nicht verpflichtet, eine Familie zu gründen, um Gottes Willen. Mein Sinn des Lebens, und das habe ich schon ganz, ganz oft in Videos gesagt, ist glücklich sein. Und wie man dieses Glück erreicht, ist völlig egal. Solange es natürlich nicht gegen geltende Gesetze verstößt, aber, ne, das ist so mein Hauptanliegen. Und egal, wie ich das erreiche, ob mit Kind oder ohne Kind oder mit Hund oder ohne Hund, das ist, etwas, was sich noch herausstellen wird. Und dafür sollte man offen sein und solange man das ist, glaube ich, macht man alles richtig. Und deswegen, genau, ist das so meine Aussicht aktuell. Ich glaube auch so Sachen, dank dieser Animagus, er triggert mich hardcore so sehr. Ich glaube, die Spoilerwand wäre wirklich sinnvoll gewesen. Ah, nee, die sind nur... Hallo, Pre... Soll ich die mal ärgern? Die haben mich noch nicht gesehen. Oh, er hat mich... Verdammt, er hat mich gesehen. Hallöchen, ihr beiden. Was macht ihr denn hier? Hä? Was macht ihr hier? Guckt ihr euch an, was ich hier baue? Ja, wir haben noch leider keine Spoilerwand hier hinziehen können, weil dann wird so dunkel dahinter. Ja, Kniesel, wird's mich jetzt gern hauen, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Nee. Ich muss jetzt leider wieder los. Hier müssen viele wichtige Aufgaben noch erledigt werden. Genau. So, Ducky LP schön schreibt Predi. Meint er jetzt, dass ich schön bin? Oder meint er, dass das Gebaute schön ist? Nein, er meint garantiert mich. Ah, danke, Predi. Du bist auch ein heißer, sexy Typ. Also, muss ich schon sagen. Kniesel, das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, Kniesel, was ist hässlich, hä? Hä? So, komm hier, schön, geh da rein. So, ich sperre dich aus. Nein, du darfst hier nicht mehr hin. Gemeine Kniesel. Predi, hast du gehört, was die gesagt hat? Die meint einfach, dass ich hässlich bin. Ja, okay, ich bin auch eigentlich hässlich. Doch, das hast du gesagt, Kniesel. Ich habe das genau gelesen. Das stand so im Chat. Ja. So. Jetzt müsst ihr hier oben bleiben. Jetzt kommt ihr hier nicht mehr raus. Okay. Spaß vorbei. Okay, ich gehe da mal wieder. Lost. So, Leute. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Glasscheiben hier reingesetzt. Gucken wir uns das Ganze nochmal eben an. Was genau hier noch gemacht werden muss. Also, dieses Muster muss noch reingebaut werden. Ich will unbedingt eine bessere Spitzhacke haben, Leute. Das ist so nervig, dass man so lange braucht. Wobei, ich könnte ja hier kurz was frei... räumen und dann versuchen, mit meinem Animagus da in der Lücke zu landen. Oh Gott. Ich sehe schon kommen, Leute. Ich bin gleich tot. Warte, ich ziehe die ein bisschen weiter runter. Dann habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten, da drin zu landen. So. Und jetzt wünscht mir Glück, Leute. Das könnte jetzt eventuell mein Tod werden. Das könnte mein Tod werden. Alles klar. Ja, warum auch nicht? Ich meine, hey, ich habe es ja sogar prophezeit. Oh Mann, ey. Gott, okay, das ist eine ziemlich bescheuerte Idee gewesen. Dann zahlen wir dem Server mal eben Geld. So, Pay und dann 100. So, bitteschön, Leute, für meinen Tod. Habt ihr verdient oder so. Mann, okay, neuer Versuch, Leute. Dann einmal nochmal nach oben. Wie komme ich denn jetzt? Warte, oder vielleicht lande ich besser im Fenster drin und springe dann vom Fenster... Ja, das geht. Okay, warte, kann ich da so reinspringen? Nein! Oh, okay, ich mach das doch mit dem Animagus, Leute. Bevor ich jetzt nur dreimal sterbe oder noch öfter, ja, machen wir es lieber so. Ist sicherer. So, ja genau. Also wir müssen jetzt hier noch das Muster reinbauen. Ich glaube, dass wir dann mit dem groben Muster dieses Turms fertig sind. Allerdings würde ich natürlich noch ein paar kleinere Feinheiten ergänzen und erledigen, weil ich halt noch ein paar eigene Ideen habe. Mehr dazu dann aber später.
Ich denke mal, wir werden jetzt nächste Woche trotzdem an einer anderen Aufgabe weiterarbeiten. Wie gesagt, ich möchte halt schon ein bisschen Abwechslung aufrechthalten. Und wenn wir jetzt diese Woche vor allem am Ravenclaw Tower gearbeitet haben, dann kommt nächste Woche mal wieder was anderes dran. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir nächste Woche vielleicht den Weg weiter zum Stein der Weisen fokussieren. Weil, naja, dann würde ich in den nächsten Livestreams vor allem hergehen und den Raum für das Schachfeld weiter ausheben. Weil bisher haben wir doch schon einen großen Raum, da können wir eigentlich drauf aufbauen. Und ja, dann hätten wir mal wieder den nächsten Raum geschafft für den Stein der Weisen. Wir sind ja da aktuell dabei, alles neu zu bauen und so. Fände ich ganz cool. Müssen wir mal gucken, wie das so aufgeht. Oder wir machen auch die Kerkergänge weiter, wobei da wartet jetzt bald noch eine riesige und sehr, sehr komplizierte Aufgabe auf uns. Wir müssen uns nämlich vorher überlegen, wie die Kerkergänge verlaufen sollen. Damals habe ich das ja ins Blaue hinein gemacht, also wir haben einfach drauf losgebaut. Und mir haben jetzt schon super mega viele Leute geschrieben, yo Daniel, mach das diesmal mit Plan und Struktur und bau nicht einfach drauf los. Und da bin ich auf jeden Fall auch der Meinung. Und deswegen, ja, muss ich mal überlegen, wie wir das am besten machen. Weil, ja, man kann das mit der Map oben zwar ganz gut sehen, wenn man unterirdisch unterwegs ist, wo man langbauen könnte. Aber es ist trotzdem nicht ganz so einfach. Und ich glaube, da müssen wir uns dann wirklich nochmal ordentlich einen Plan machen. Ich glaube sogar, dass wir das einfach in einem Livestream anfangen werden. Dass wir, ja, zusammen einfach drüber schauen. Das macht die ganze Sache, glaube ich, ein Tick leichter und unkomplizierter. Und ihr könnt halt direkt mit rausschauen und könnt Einspruch erheben, wenn ihr irgendwo einen Fehler bemerkt. Genau. Ja, Leute, ich will die Folge jetzt nicht unbedingt viel, viel länger ziehen. Hoffe, dass euch der Baufortschritt aktuell hier gefällt, weil, ne, schaut euch den Turm nochmal an, Leute. Im Vergleich zu vorher, finde ich, sieht er so viel besser aus. Nochmal liebe Grüße an Ascuria dafür, dass sie diese Vorlage gegeben hat. Und ich würde mir den Turm auch irgendwo gerne nochmal von innen anschauen, weil, naja, wir haben jetzt dadurch viele, viele neue Lichtquellen. Wisst ihr was? Das machen wir eben noch. Ich versuche mal eben hier, ja, perfekt. So, genau. Wir haben jetzt hier nämlich überall diese Fenster mit drin und ja, Hallöchen, ihr Gemeinis. Hallo, Kniesel. Hallöchen. Ja, wir haben jetzt hier überall diese Fenster mit drin und auch oben natürlich. Warte, wir können auch nochmal eben kurz eine Etage weiter nach oben laufen. Und dadurch natürlich auch wieder natürliches Licht, was hier in den Turm reinfällt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig, richtig schön. Und ja, wartet, wir sind gleich oben. Wir sind gleich oben. Trickstufe, Vorsicht. So. Und genau, hier haben wir jetzt die neuen Fenster mit drin. Und ich finde es auch super, super schön, dass die auch so sinnvoll angesiedelt sind. Nicht nur von außen, sondern halt auch von innen. Nochmal eben Zeitumkehrer, ahoi. So. Ne, also auch ohne Fackeln ist das Ganze hier ziemlich gut ausgeleuchtet. Und das ist einfach nur mega cool. Ja gut, hier haben wir jetzt auch noch ein Fenster. Hier auch noch. Es sieht einfach mega cool aus. Also sowohl von außen als auch von innen. Und ja, von daher bin ich mal gespannt, was ihr mir so in die Kommentare schreibt, Leute. Findet ihr den Baufortschritt auch so cool? Gefällt euch das, was wir hier umgesetzt haben? Oder würdet ihr nochmal was verändern wollen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten auch gerne Wünsche für Bauaufgaben, die wir nächste Woche machen sollen oder übernächste Woche. Und auch gerne weitere Themenvorschläge, gerne auch Real Talk Themenvorschläge, die ich jetzt wieder vermehrt an Sonntagen machen werde. Genau. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für jede Bewertung und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao zusammen!